Für die Linksfraktion hat sich die Abgeordnete Wissler zu Wort gemeldet. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Was zu befürchten war, ist eingetroffen. Wir erleben gerade die zweite Welle der Corona-Pandemie. Die Infektionszahlen steigen in vielen Ländern der Welt. Die Krankenhäuser füllen sich, auch in Deutschland, auch in Hessen. In vielen Ländern Europas sind die Intensivstationen schon völlig überlastet, und die Todeszahlen steigen. Einschneidende Maßnahmen sind die Folge. Und diese Maßnahmen bedrohen die Existenzen von Menschen, denen bereits zuvor das Wasser bis zum Hals stand. Menschen, die seit Wochen und Monaten auf Kurzarbeitergeld angewiesen sind oder ihren Job verloren haben, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete oder ihre Rechnung zahlen sollen. Und wieder werden Maßnahmen auf der Bundesebene hastig abgestimmt und ohne demokratische Legitimation durch die Parlamente umgesetzt. Wieder erfahren Lehrkräfte und Schüler am Freitag, welche neuen Regelungen am Montag gelten. Und wieder ist es der Kultur- und Veranstaltungsbereich, die Gastronomie, und 10.000 Solo-Selbstständige sind die Hauptleidtragenden dieser Einschränkungen. Ja, meine Damen und Herren, die Corona-Krise trifft uns alle. Aber sie trifft eben nicht alle gleich stark. Es ist eine soziale Frage. Menschen, die jetzt erneut aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, das trifft die Familie in einer engen Dreizimmer-Stadtwohnung deutlich härter als Familien an einem großen, geräumigen Einfamilienhaus mit Garten. Und es trifft den alleinlebenden Single oder die Witwe im Pflegeheim ganz anders als die Familie. Auf der einen Seite drohen Vereinsamung und Isolation, auf der anderen Seite Probleme durch häusliche Enge. Gerade auch an Menschen mit Behinderungen müssen wir denken, an viele Angebote, die dort weggefallen sind. Soziale Not und Vereinsamung müssen verhindert werden. Und auch das müssen wir immer mitdenken bei den Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden. Angesichts der Lage, die wir jetzt haben, muss man die Frage stellen, was wurde von Schwarz-Grün unternommen, um einer solchen Entwicklung vorzubeugen? Und da muss ich sagen, viel zu wenig. Klar war doch, dass im Herbst eine zweite Welle droht. Es gab doch monatelang Zeit, sich darauf vorzubereiten, Zeit, um die Schulen, die Kitas, die sozialen Einrichtungen resistenter gegen steigende Infektionszahlen zu machen, Monate Zeit zur Aufstellung von Notfallplänen oder auch dafür, alles zu tun, dass wir die nicht brauchen. Aber was hat die Landesregierung in dieser Zeit gemacht? Ja, richtig, sie haben ein Eskalationskonzept erarbeitet. Ab 75 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner übernimmt der Planungsstab des Sozialministeriums die Steuerung der medizinischen Lage. Aber was das gebracht hat, das haben wir doch gesehen in Offenbach, in Kassel, in Frankfurt. Alleine gelassen fühlen die Kommunen sich mit den Problemen. Und das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Und das ist ein Versagen dieser Landesregierung. Man hat die Zeit nicht ausreichend genutzt, sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene. Und was wir jetzt erleben, sind wieder hilflose, nicht demokratisch legitimierte und zum Teil wirkungslose Entscheidungen mit heißer Nadel. Und das hätte nicht sein müssen. Nehmen wir doch als Beispiel die Schulen und die Schulbusse. Dicht gedrängt stehen Schülerinnen und Schüler jeden Morgen zusammen und jeden Nachmittag. Gleichzeitig gehen Reiseunternehmen landesweit pleite, weil sie keine Aufträge bekommen. Ja, warum helfen Sie denn nicht, den Busunternehmen und gleichzeitig die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu schützen? Warum besetzen Sie Schulbuslinien für die Zeit der Pandemie nicht doppelt? Und warum haben Sie nichts getan, um die Schulen besser darauf vorzubereiten, im Zweifelsfall auch wieder digitalen Unterricht zu machen, meine Damen und Herren? Oder die Gesundheitsämter. Es zeigt sich doch, dass sobald die Grenzwerte irgendwo erreicht werden, dass die Nachverfolgung nicht funktioniert. Und es liegt ganz sicher an einem nicht. Es liegt nicht am Einsatz der Beschäftigten in den Gesundheitsämtern, die seit März nonstop im Einsatz liegt. An diesen Menschen liegt das nicht, weil die machen eine großartige Arbeit und versuchen, diese Kontakte so gut es geht nachzuverfolgen.
war die Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden, Kaschlin Butt, zu Gast bei Anne Will. Und da hörte man dann Aussagen wie, ich zitiere, aktuell erhalten wir noch Faxe aus den Laboren, die händisch in drei verschiedene Tabellen eingetragen werden müssen. Warum muss das sein, meine Damen und Herren? Warum hat man denn den Sommer nicht genutzt, um die Gesundheitsämter personell vernünftig auszustatten und um sie technisch vernünftig auszustatten? Es wurde doch die ganze Zeit erklärt, wie wichtig die Kontaktnachverfolgung ist. Und jetzt können wir in zwei Dritteln aller Fälle die Kontakt also nicht mehr erklären, wie die Menschen sich angesteckt haben. Das mag auch andere Gründe haben, aber es liegt eben auch daran, dass die Gesundheitsämter chronisch überlastet sind. Und deshalb brauchen wir dringend eine bessere Ausstattung der Gesundheitsämter. Es kann doch nicht sein, dass die Bundeswehr jetzt eingesetzt wird. Das zeigt doch, wie kaputt gespart das öffentliche Gesundheitssystem ist. Und ein drittes Beispiel. Ja, Herr Minister, die Zahl der Intensivbetten wurde deutlich erhöht. Aber es fehlt an Intensivpflegekräften. Und auch das ist keine neue Entwicklung. Davor wird seit Jahren gewarnt, und das wussten wir auch schon im März. Was wurde konkret unternommen, um das zu verändern? Warum wird jetzt danach gerufen, dass die Personaluntergrenzen wieder auszusetzen sind, statt dass in den Sommermonaten möglichst viele Pflegekräfte geschult wurden und für die Intensivpflege vorbereitet wurden? Stattdessen gab es ja sogar Pflegekräfte, die, man glaubt es kaum, in Kurzarbeit waren. Und im privatisierten Uniklinikum Gießen-Marburg wird schon wieder von Stellenabbau geredet, meine Damen und Herren. Das ist doch ein riesiges Versäumnis, dass man hier nicht auch die Krankenhäuser besser vorbereitet hat. Und deshalb komme ich zu dem Schluss, meine Damen und Herren. Man hätte sich besser vorbereiten können. Man hätte sich besser vorbereiten müssen. Und diesen Vorwurf muss sich Schwarz-Grün auch anhören, meine Damen und Herren. Die jetzigen Maßnahmen sollen dazu führen, dass die Krankenhäuser nicht kollabieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, schon vor Corona war das Gesundheitssystem an vielen Stellen an seiner Grenze und darüber hinüber. Davon zeugt auch, dass wir eben gerade nicht die Beatmungsplätze auf den Intensivstationen fehlen, sondern an dem Personal, das das betreut. Und dieser Fachkräftemangel hat auch seine Gründe. Das liegt in der hohen Arbeitsbelastung, gerade in der Pflege vorherrscht. Viele Pflegekräfte reduzieren ihre Arbeitskraft oder sie wechseln den Beruf ganz. Und zwar nicht, weil sie ihre Arbeit nicht gerne machen, sondern weil die Bedingungen und die Entlohnung einfach mies sind. Jede achte Person, die sich in der ersten Jahreshälfte in Hessen mit SARS-CoV-2 infiziert hat, gehörte zum Gesundheits- und Pflegepersonal. Sie stehen direkt jeden Tag in der ersten Reihe gegen die Pandemie. Und immer wieder erreichen uns Berichte, dass regelhafte Tests verweigert werden. Und da fragen sich doch viele Pflegekräfte, ja, warum werden denn Fußballspieler, Profifußballspieler täglich getestet, aber sie nur, wenn es Symptome gibt? Und warum beklagen sich immer noch Pflegekräfte darüber, dass die Schutzausrüstungen nicht ausreichen? Hier müssen wir doch ansetzen. Wir müssen doch die Pflegekräfte schützen, weil sie kämpfen in der ersten Reihe gegen das Virus und sie gefährden damit auch ihre Gesundheit und die Gesundheit in ihren Familien. Deswegen brauchen wir Testkapazitäten für diese Menschen, meine Damen und Herren. Und ich sage, wir können ja nur froh sein, dass sich die angeblichen Experten beim Abbau von Betten und Schließungen von Kliniken nicht durchgesetzt haben. Sonst hätten wir heute weniger als die Hälfte der Kliniken. Es sind Krankenhäuser geschlossen worden in den letzten Jahren, und das rächt sich. Und deswegen brauchen wir ein Umsteuern im Gesundheitssystem insgesamt, weg von der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Wir brauchen Krankenhäuser in der öffentlichen Hand, deren Aufgabe es ist, Menschen gesund zu machen und keine Gewinne abzuwerfen für Krankenhausaktiengesellschaften, meine Damen und Herren. Ein starkes Ausbruchsgeschehen gibt es immer wieder auch in den Altenheimen. Und das hat selten etwas mit den Besucherinnen und Besuchern zu tun. Besuche kann man coronagerecht organisieren, wenn genug Personal da ist. Das ist aber meistens nicht der Fall. Und darunter leidet die Qualität der Pflege, die Sicherheit der Bewohnerinnen und darunter leiden die Altenpflegekräfte. Wenn keine Zeit für Hygienemaßnahmen ist oder die Altenpflege nicht regelmäßig getestet wird, dann ist die Gefahr von Ansteckung groß. Und wir haben es doch gesehen, wenn eine Infektion einmal in einer Pflegeeinrichtung angekommen ist, dann ist sie schwer einzugrenzen. Und viele Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen können eben nicht selbstständig Hygiene- und Abstandsregeln verstehen oder praktizieren. Und deshalb müssen wir doch auch hier ansetzen, weil gerade in Deutschland ist der Personalschlüssel in der Pflege besonders schlecht im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
Und auch hier müssen wir doch die Probleme ernst nehmen, sowohl in der mobilen Altenpflege als auch in den Pflegeheimen. Weil was wir doch nicht den Menschen zumuten können, ist doch Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, wieder auf Dauer zu isolieren, weil sie keine Besucher empfangen können, weil sie nicht draußen vor der Tür sich mit ihren Angehörigen treffen können, weil wir zu wenig Pflegekräfte haben, die das ermöglichen können, meine Damen und Herren. Das müssen wir dringend in dieser zweiten Welle berücksichtigen. Die Gesundheitsämter, ich habe es gesagt, völlig unterausgestattet, brauchen eine personelle Verstärkung, weil sie schon in Nicht-Pandemie-Zeiten kaum in der Lage sind, die Aufgaben, die das Gesetz ihnen vorgibt, zu erfüllen. Corona hat es deutlich gezeigt. Wir brauchen einen grundlegenden Systemwechsel im Gesundheitswesen. Gesundheitspolitik muss sich endlich daran orientieren, allen Menschen eine qualitativ hochwertige Versorgung zu garantieren. Deswegen weg mit den Fallpauschalen, weg mit dieser ökonomisierten Finanzierung von Krankenhäusern, meine Damen und Herren. Ja, und jetzt gerade brauchen die Kliniken die Zusicherung, dass anfallende pandemiebedingte Kosten vollständig übernommen werden. Und da muss eben auch die Freihaltung von Betten und die Verschiebung von planbaren Eingriffen, das muss den Krankenhäusern finanziert werden. Bis Ende letzten Monats wurden die Betten, die für Corona-Patienten freigehalten wurden, vergütet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Zahl der Intensivbetten, die in einigen Regionen bereits knapp werden, das ist doch das Entscheidende für die Bewältigung der Pandemie. Und nur bei Vergütung dieser Vorhaltekosten können die Kliniken eben in diesem kranken Gesundheitssystem, das wir haben, können die Kliniken eben Operationen nachrangig durchführen und Betten freihalten. Und da sage ich, Herr Gesundheitsminister, wenn Sie sich dafür auf Bundesebene einsetzen, haben Sie ausdrücklich unsere Unterstützung, weil wir brauchen eine Finanzierung der Krankenhäuser, eine verlässliche Finanzierung. Und wenn wir uns anschauen, wie die Krankenhäuser sich füllen, wie die Intensivstationen sich füllen, dann werden wir Kapazitäten freihalten müssen. Aber wir haben ein Gesundheitssystem, das es den Kliniken sehr, sehr schwer macht, das zu machen. Deswegen brauchen wir hier eine finanzielle Kompensation, und dafür muss man sich auch auf der Bundesebene einsetzen, meine Damen und Herren. Die Corona-Krise verschärft die soziale Ungleichheit weiter. Bereits bei der ersten Welle der Schließung von Einrichtungen haben Menschen, die von Hartz IV, von Transferleistungen oder niedrigen Renten leben, gelitten. Tafeln und andere Hilfseinrichtungen waren geschlossen. Und auch das ist jetzt wieder zu befürchten, weil diese Strukturen ja hauptsächlich von Ehrenamtlichen und viele davon im Älteren, etwas älter sind, getragen werden. Der Satz für Hartz IV und andere Grundsicherungsleistungen ist viel zu niedrig. Und die Bundesregierung hat sich auch in den letzten Jahren immer sehr viel Mühe gegeben, die Regelsätze so nach unten zu rechnen, dass es eben nicht genug Geld gibt für Essen, für Kinderkleidung, für Windeln, für Strom oder für die Fahrkarte. Und die Wohlfahrtsverbände fordern schon zu Nicht-Corona-Zeiten eine Erhöhung um 150 €. Und das ist auch dringend notwendig, dass wir auch an die Bezieherinnen und Bezieher von Hartz IV denken, an die Menschen, die wirklich schon zu normalen Zeiten kaum genug zum Leben haben. Sie brauchen einen Corona-Zuschlag. Und wir fordern die Landesregierung auf, sich auch dafür endlich einzusetzen, in all den Gesprächen mit der Kanzlerin, die man führt, und auch im Bundesrat, meine Damen und Herren. Einige Bereiche sind besonders hart getroffen durch die Pandemie und durch die beschlossenen Maßnahmen. Das sind natürlich die Reisebüros, das sind Busunternehmen oder Cateringfirmen, und das ist der gesamte Kultur- und Veranstaltungsbereich, die ja auch mit Alarmstufe Rot zu Protesten aufgerufen haben und eine breite Solidarisierung auch erfahren haben. Und das sind in diesen Bereichen ja auch gerade die Solo-Selbstständigen, die weiterhin oft durch das Raster fallen, die oftmals nicht einmal haben von den Soforthilfen profitieren können und die oft keine großen Rücklagen haben. Ich rede hier von selbstständigen Veranstaltungstechnikerinnen, von Schauspielern, von Musikerinnen, Messebauern, Dolmetschern oder Logopädinnen. Diese Menschen fielen in Scharen in die Grundsicherung, oft aber bei gleichbleibenden Kosten. Und auch sie brauchen unsere Unterstützung. Und wir können diese Menschen nicht damit abspeisen, dass sie erleichterten Zugang zu Hartz IV haben und die Grundsicherung beantragen können. Das reicht nicht. Und noch einmal, wenn der Bund kein gutes Programm macht, um die Solo-Selbstständigen endlich zu unterstützen, dann muss das Land etwas tun, dann ist das Land in der Verantwortung. Und dafür gibt es ja ein sehr großdimensioniertes Sondervermögen, meine Damen und Herren. Denn Kultur ist
essentiell für die Gesellschaft. Sie ist systemrelevant. Und deshalb müssen Kultureinrichtungen und Kulturschaffende unterstützt werden. Die Frage ist doch, wie sieht diese Gesellschaft nach dieser Krise aus? Gibt es dann das kleine Programmkino um die Ecke noch, das gerade ganz akut bedroht ist? Gibt es die soziokulturellen Zentren noch? Gibt es die freien Theater noch? Oder gibt es die Musikschule noch? Oder aber den Musiklehrer, der dort als Honorarkraft tätig ist? Denn auch die Musikschulen werden geschlossen, die zu Beginn der Krise den 1:1-Unterricht eingeführt haben. All diese Einrichtungen, all das ist doch, was die Städte in Hessen, alles das zeigt doch, was lebenswerte Städte und Kommunen ausmacht, nämlich das kulturelle Leben. Und man kann verkraften, wenn das ein paar Wochen nicht stattfindet. Wir können aber nicht verkraften, wenn alle diese Einrichtungen nicht mehr öffnen, weil es ihnen nicht reicht, dass ihnen einen Monat geholfen wird. Sie brauchen eine dauerhafte Hilfe. Und ich will nur darauf hinweisen, auch bei den Schaustellern ist die Lage verheerend. Und insbesondere diejenigen, die auf Weihnachtsmärkte spezialisiert sind. Alle Weihnachtsmärkte werden abgesagt. Das bedeutet für viele Menschen in diesem Land eine soziale Katastrophe. Da bricht nicht einfach das Geschäft eines Monats weg, sondern das Jahresgeschäft. Und das ist doch zu befürchten, dass viele zum Jahreswechsel viele Unternehmer das Handtuch werfen, wenn die Anzeigepflicht für Insolvenzen wieder in Kraft tritt. Und dann stehen viele Arbeitsplätze, die wir das Jahr über Kurzarbeitergeld für viel Geld gerettet haben, doch auf der Kippe. Und deshalb sage ich, die jetzt zugesagte Hilfe, die wird nicht reichen. Und wir müssen darüber diskutieren, wie wir hier zu einem echten Solidarausgleich kommen und wie wir die Menschen, die sehr viel Geld und sehr hohe Vermögen haben, in dieser Krise auch daran beteiligen, die Kosten zu bezahlen, damit wir kein Auseinanderdriften der Gesellschaft haben. Letzten Monat waren immer noch mehr als 270.000 Menschen in Hessen in Kurzarbeit. Das sind 10% aller Beschäftigten des Landes. Menschen, die Probleme haben, ihre Rechnung zu bezahlen. Und es ist ein großes Versäumnis, dass das Kurzarbeitergeld nicht an Weiterbeschäftigungsgarantien gekoppelt wurde. Continental ist doch geradezu ein Paradebeispiel dafür. Erst Kurzarbeitergelder und Liquiditätshilfen kassieren, dann Dividendenausschüttungen an Aktionäre und jetzt ein massiver Stellenabbau samt Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland. Es muss in Zukunft ausgeschlossen sein, dass Beschäftigte mit Lohneinbußen in Kurzarbeit geschickt werden, die Unternehmen aber gleichzeitig Milliarden an Boni und Dividenden ausschütten. Betriebe mit Beschäftigten, die Kurzarbeitergeld beziehen, müssen verpflichtet werden, dass die Arbeitsplätze auch erhalten werden und nicht direkt nach dem Kassieren der Kurzarbeit dann Standorte geschlossen werden. Und deswegen sage ich, Solidarität mit den Beschäftigten bei Conti, aber auch bei den Beschäftigten von ABB und bei all den anderen, die an Industriestandorten jetzt um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Und wir wissen auch, dass es da vielfach gar keinen direkten Zusammenhang zur Corona-Krise gibt, sondern dass diese Corona-Krise auch von Unternehmen missbraucht wird, um Sauereien durchzusetzen, die man all die Jahre schon geplant hat. Und wenn man Monate vorher noch Kurzarbeitergeld abgreift, dann kann man nicht dann zwei Monate später sagen, und jetzt tschüss, und jetzt bauen wir Zehntausende Arbeitsplätze ab. Deswegen Solidarität mit den Beschäftigten, mit den Gewerkschaften. Diese Industriearbeitsplätze müssen erhalten werden. Und auch dazu brauchen wir ein starkes Signal des Hessischen Landtags, meine Damen und Herren. Und nur weil es angesprochen wurde, ja, die Lufthansa wurde gerettet. Aber die Menschen zittern um ihre Arbeitsplätze. Weil man gibt Milliarden aus und knüpft das nicht an Beschäftigungsgarantien. Und das müssen jetzt die Beschäftigten bei der Lufthansa ausbaden. Und auch Fraport will Arbeitsplätze abbauen. Und hier ist das Land ja nun in ganz direkter Verantwortung, weil Fraport sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befindet. Und hier sind wir der Meinung, muss die Stadt Frankfurt und das Land Hessen Druck machen auf Fraport, dass nicht Arbeitsplätze abgebaut werden. Hier muss das Land auch in die Verantwortung gehen und sagen, wir müssen die Arbeitsplätze erhalten. Man kann nicht, wenn der Flugverkehr gerade expandiert, darüber reden, über die Jobmaschine Frankfurter Flughafen und sagen, wie wichtig jeder Arbeitsplatz ist, wenn man einen Flughafen ausbauen will. Aber wenn es dann in die Krise gerät, dann hinzunehmen, dass Lufthansa, Fraport und viele andere Arbeitsplätze abbauen und Beschäftigte damit in Existenzsorgen geraten. Nein, auch jetzt muss man um die Arbeitsplätze kämpfen. Und da ist das Land in der Verantwortung.
Und nun soll das private, das wirtschaftliche und das kulturelle Leben wieder weitgehend zum Stillstand kommen. Ja, es ist gut, dass zumindest für den November Regelungen getroffen wurden, um Umsatzausfälle zumindest für diejenigen auszugleichen, die zur Schließung gezwungen werden, etwa in der Gastronomie. Viele sind aber auch sehr indirekt betroffen, und auch für die müssen wir versuchen, Lösungen zu finden. Weil wir nicht wollen, dass die, und wir wollen natürlich nicht, dass die kleine Eckkneipe, das Café oder das Restaurant in 3 Monaten gar nicht mehr wieder öffnen kann, weil es nicht mehr existent ist. Und da will ich noch einmal darauf hinweisen, dass auch gerade die Schuldnerberatungen in Hessen Alarm schlagen. Dass die Schuldnerberatungen sagen, es kommen immer mehr Menschen, auch Menschen mit sonst gesicherten Einkommen, Inhaber von kleinen Betrieben, Solo-Selbstständige. Laut der Caritas stieg die Zahl der Hilfesuchenden in ihren Einrichtungen um 67% im Vergleich zum Herbst 2019. Und da droht eine massive Überschuldung. Und deshalb ist eine Sache auch hier ganz entscheidend. Das sind nämlich die Frage der Mieten. Weil weniger Einnahmen bei gleichbleibenden Mieten ist eben eine Schuldenfalle für viele Menschen. Und die Situation am Wohnungsmarkt verschärft sich. Menschen, denen in der ersten Corona-Welle die Miete gestundet wurde, die stehen teilweise vor Schuldenbergen. Nach dem Ende des Kündigungsmoratoriums droht ihnen die Kündigung. Sie stehen möglicherweise vor der Obdachlosigkeit. Mieterinitiativen berichten, dass seit dem Sommer mehr und mehr Menschen Probleme haben, ihre Miete fristgerecht zu zahlen oder ihre Mietschulden zu begleichen. Und ohne ein neues Mietschuldenmoratorium droht eine Welle von Kündigungen und Zwangsräumungen. Deswegen brauchen wir ein Mietschuldenmoratorium, und wir brauchen ein Verbot von Zwangsräumungen. Wir brauchen auch ein Verbot von Strom- und Wassersperrungen für Menschen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Weil mitten in einer Pandemie darf man wirklich niemanden die Heizung oder den Strom abdrehen oder ihn aus seiner Wohnung räumen lassen, meine Damen und Herren. Und es betrifft Privatpersonen, das betrifft aber auch Kleingewerbe, Restaurants und Kneipen. Um einer Verödung der Innenstadt vorzubeugen, müssen wir hier tätig werden. Niemand darf während der Pandemiekrise seine Wohnung verlieren, und kein Geschäft darf zur Aufgabe gezwungen werden, weil sie die Miete nicht zahlen können. Es wird auch bei diesen Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, immer wieder auffällig, dass es eine enorme Diskrepanz gibt zwischen den Beschränkungen der persönlichen Freiheiten und dem weitgehend unregulierten Arbeitsleben. Und das zeigt sich ja drastisch bei den Ausbrüchen in den Schlachthöfen. Und umso ärgerlicher ist das, dass die Unionsparteien nun das Arbeitsschutzkontrollgesetz auf Bundesebene blockieren und es im Interesse der Fleischlobby aufweichen wollen. Und das ist, was die Unionsparteien gerade im Bundestag machen. Es steht ja mittlerweile in den Sternen, ob das Gesetz, das Minister Heil angekündigt hat, ab dem 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten kann. Um die deutsche Billigfleischproduktion bei Tönnies und Co. am Laufen zu halten, wird hier mit der Gesundheit von Menschen gespielt. Und da sagen wir, Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie gehören ohne Ausnahme verboten. Und ich fordere die Unionsparteien auf, ihren Widerstand dagegen aufzugeben, im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten, vor allem aber im Interesse der Beschäftigten in diesen Betrieben, meine Damen und Herren. Und auch jenseits der Schlachthäuser. Es können nicht alle im Homeoffice arbeiten. Viele müssen das Haus verlassen, um unsere Gesellschaft am Laufen zu halten, im Handel, in der Pflege, in der Logistik. Und da bleibt es den Arbeitgebern weitgehend frei, wie sie Hygienekonzepte aufstellen und kontrollieren, während sich 3 Nachbarinnen streng genommen nicht mehr mit Sicherheitsabstand auf der Straße unterhalten dürfen. Das ist eine Schieflage. Wenn wir die persönliche Freiheit und die Kontakte von Menschen beschränken, und ja, dafür gibt es Gründe, dann muss man auch den Arbeitgebern klare Vorgaben machen und nicht sagen, bitte schickt doch mal die Leute in Homeoffice, wenn es geht, sondern wir brauchen verbindliche Arbeitsschutz- und Hygienestandards auch in den Betrieben. Das haben die letzten Monate immer wieder gezeigt und die Corona-Ausbrüche in einigen Betrieben. Ich will zu den Schulen kommen. Der hessische Kultusminister hatte seit den Schulschließungen im März mehr als ein halbes Jahr Zeit, tragbare Unterrichtskonzepte unter hohen Hygienestandards zu entwickeln. Und was haben Sie gemacht? Auch Sie ziemlich wenig. Im August zum Start ins neue Schuljahr wurden die Schulen wieder geöffnet, und zwar so, als gäbe es keine Pandemie. Schon damals haben viele den Kopf geschüttelt. Lehrkräfte hatten Angst um ihre Gesundheit und um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Und diese Angst hat sich angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen natürlich verstärkt.
Wir haben zusammen mit der SPD schon vor den Sommerferien einen Antrag eingebracht, in dem wir den Kultusminister zum Handeln aufgefordert haben. Darin findet sich die Forderung nach kleineren Lerngruppen ebenso wie die Forderung nach einem verbindlichen Stufenplan. Und gegen Letzteres hat sich sowohl der Minister als auch die ganze Landesregierung mit Händen und Füßen gewehrt. Erst als auf der Kultusministerkonferenz beschlossen wurde, solche Stufenpläne aufzustellen, bewegte sich etwas. Und da frage ich, Herr Lorz, warum wollen Sie das nicht? Ich befürchte, Sie wollen das nicht, weil Sie dann über Verantwortung übernehmen müssten. Und das ist, milde gesagt, ja nicht gerade so Ihr Ding. Sie sind der Minister, der sich immer wegduckt und die Verantwortung für die Lösung von Problemen auf die Schulen und die Schulträger vor Ort verlagert. Und deswegen kam auch jetzt wieder der Hinweis aus dem Kultusministerium, die Maßnahmen müssten ja vor Ort in den Schulen entschieden werden, in Kooperation mit den Gesundheitsämtern. Weil davon abgesehen, dass dann ein Stufenplan auch gar nicht notwendig wäre, ist das schon eine Frechheit. Weil die Gesundheitsämter sind heillos überlastet und die Schulen sich selbst zu überlassen, wenn sie entweder teilweise oder ganz schließen, dann müssen die Lehrkräfte und die Schulleitungen, Eltern und Lehrern Frage und Antwort stehen. Es gibt ja gar keinen Plan, wie digitaler Unterricht durch welche Lehrkräfte umgesetzt werden soll. Und da war jetzt über 6 Monate Zeit, Schulen und Lehrkräfte dafür fit zu machen, die technische Ausstattung zu verbessern. Und da ist sehr, sehr wenig geschehen. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht vernünftig ausgestattet worden. Schon da hakt es. Und Konzepte von Schulen, die digital arbeiten wollen, wurden bis vor den Herbstferien auch noch pauschal abgelehnt seitens des Ministeriums. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich meine, das Schlimme ist, wenn das Kultusministerium keine Innovationen voranbringt. Aber Schulen auch noch zu hindern daran, solche zu entwickeln, das finde ich echt ein Hammer. Nach über 6 Monaten ist nicht einmal die eventuelle Notbetreuung an Grundschulen geregelt, falls es zu Teilschließungen oder Komplettschließungen kommt. Nicht einmal das. Und sobald es konkret wird, wird sich gewunden. Wenn ich Ihnen einmal sagen darf, dass das RKI empfiehlt, ab einer Inzidenz von 50 die Klassen deutlich zu verkleinern, zum Beispiel. Frankfurt liegt bei, weiß nicht, was der genaue Tageswert ist, 200, Offenbach bei 250. Ja, und das RKI rät dringend zum Lüften. Die Empfehlung hat sich der Kultusminister zu eigen gemacht. Aber wie soll denn das im Winter gehen bei minus 10 Grad? Und dann haben wir ja noch das Problem, dass wir Klassenräume haben, die rein baulich oder technisch gar nicht zum Lüften sind. Hier brauchen wir doch umgehend Filteranlagen, die zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es doch, da ist doch bisher fast nichts passiert. Dabei hat der Ministerpräsident ja schon Erfahrung sammeln können mit Filteranlagen. In der Staatskanzlei gibt es sie bereits, aber in den Schulen hat man den ganzen Sommer versäumt, die einzubauen, gerade in Schulräume. Schön, dass Sie auch wieder hier sind, Herr Finanzminister. Gerade an den Schulen haben Sie den Sommer nicht genutzt, um diese Filteranlagen einzubauen, obwohl wir wissen, dass viele Räume sich eben nicht lüften lassen, meine Damen und Herren. Die GEW hat zusammen mit dem Landeselternbeirat, der Landesschülervertretung und dem Grundschulverband einen offenen Brief verfasst. Sie haben Angst, morgens in völlig überfüllten Bussen in die Schule zu fahren, wo Sie gegebenenfalls mit 29 anderen Kindern, die ebenfalls in völlig überfüllten Bussen zur Schule gefahren sind, den halben Tag in einem kleinen Raum verbringen. Dass Infektionsketten in diesen Fällen nicht nachvollziehbar ist, ist auch klar. Um Schulen möglichst offen zu halten und trotzdem keine unnötigen Risiken für die dort Beschäftigten und die Schülerinnen und Schüler einzugehen, ist ein konkreter und verbindlicher Plan notwendig. Und ich sage auch an der Stelle, die Corona-Krise zeigt die Schwachstellen, die wir auch vorher schon im Bildungssystem hatten, nämlich der schlechte bauliche Zustand an vielen Schulen. Wie oft haben wir in diesem Haus darüber geredet? Wir haben einen baulichen Zustand, der an vielen Stellen das Lüften, das Abstand halten oder auch nur das Händewaschen, das regelmäßige, unmöglich macht. Wir haben zu große Klassen. Wir haben Lehrermangel und es gibt eine soziale Kluft bei den Bildungschancen. Und das haben die Monate der Schule zu Hause, das Homeschooling gezeigt. Wer Eltern hat, die helfen können, ist im Vorteil. Aber Jugendliche und Kinder aus Familien, wo die Eltern nicht Zeit oder Kapazitäten haben zu helfen, werden abgehängt. Und diese Missstände im Bildungssystem, auf die haben die Schülervertretungen, die Elternbeiräte, die GEW, ja, und auch die Opposition in diesem Haus seit vielen, vielen Jahren hingewiesen. Aber
Das ist nicht auf offene Ohren gestoßen bei diesem Kultusminister. Deswegen sage ich, genauso wie wir einen Kurswechsel im Gesundheitsbereich brauchen, brauchen wir auch in der Bildung nach dieser Krise eine andere Aufstellung, nämlich dass Bildung endlich der Bedeutung nachkommt, die es verdient, dass die Schülerinnen und Schüler in diesem Land in guten Gebäuden mit guter technischer Ausstattung und mit genügend Lehrkräften arbeiten und nicht versucht wird, dauernd die Verantwortung von einer Ebene auf die andere abzuschieben, meine Damen und Herren. Durch die Corona-Krise sind auch viele Studierende in Not geraten. Viele haben ihre Nebenjobs verloren und kommen kaum über die Runden. Der Fonds, der von der Landesregierung im Frühjahr aufgelegt wurde, war nach 2 Stunden ausgeschöpft. Und von der Bundesbildungsministerin kam eigentlich gar nichts. Auch hier kann ich nur appellieren, lassen wir die Studierenden nicht im Stich. Die haben eh schon größte Probleme mit diesem letzten Digitalsemester. Und wie es dieses Semester weitergeht, weiß man nicht. Aber wir müssen uns auch um die sozialen Note der Studierenden kümmern. Zu Hause bleiben ist besonders schwierig für die Menschen, die beengt in Flüchtlingsunterkünften mit Mehrbettzimmern leben. Dort gibt es besonders viele Infektionen, und die Landesregierung hat in den vergangenen Monaten versäumt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschen, die in Sammel- und Geflüchtetenunterkünften leben und arbeiten, ausreichend zu schützen. Das Übertragungsrisiko ist in einer Gemeinschaftsunterkunft besonders hoch, da Menschen hier auf engem Raum zusammenleben, sich Wohn-, Ess- und Sanitärräume teilen. Und das liegt ja auf der Hand, dass dann eben Ansteckungsrisiken besonders groß sind. Und Hessen ist ein Bundesland, das besonders viele Geflüchtete in Massenunterkünften unterbringt im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und dass dieser Missstand das Risiko birgt, viele Massenausbrüche in Gemeinschaftsunterkünften zu haben, war vorhersehbar. Und wenn es die Landesregierung nicht vorhergesehen hat, dann gab es ja immer noch die sozialen Träger, die Flüchtlingsinitiativen und auch wir als LINKE, die schon seit Beginn der Pandemie eindringlich vor der Gefahr gewarnt haben und eine deutliche Entzerrung bei den Unterkünften gefordert haben. Es kann doch nicht sein, dass während einer Pandemie Menschen, die noch nicht einmal zu einer Familie gehören, in 6 Bettzimmern schlafen müssen, dass sich 10 Menschen eine Toilette und eine Dusche teilen sollen. Unter diesen Bedingungen ist Abstand halten doch gar nicht möglich. Die Landesregierung hätte kurzfristig Jugendherbergen und leerstehende Hotels anmieten können. Doch sie hat nicht gehandelt. Sie hat auch nicht gehandelt, als sich im Mai 65 Flüchtlinge in einer Gemeinschaftsunterkunft in Frankfurt infiziert haben. Sie hat nicht gehandelt, als es zu weiteren Ausbrüchen in Alsfeld, in Offenbach, in Darmstadt, Dieburg, in Wiesbaden, in Kassel, in Treysa und zuletzt in Büdingen kam. Hunderte haben sich infiziert. Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten in Kollektivquarantäne unter diesen beengten Bedingungen. Um das noch einmal zu verdeutlichen, laut einer bundesweiten Studie sind 18% der Bewohnerinnen und Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften positiv getestet worden. 18%. Zum Vergleich in der Gesamtbevölkerung sind es 0,6%. Wann fangen Sie endlich an, gegen diese Hotspots vorzugehen? Wann fangen Sie an, die Menschen in den Unterkünften zu schützen und endlich sie dezentral und sicher und menschenwürdig unterzubringen? Das ist ein Versäumnis dieser Landesregierung und ein Missstand, auf den Sie so oft hingewiesen wurden. Und Sie haben nicht gehandelt, meine Damen und Herren. Auch andere Unterkünfte haben sich als Hotspots für Infektionen erwiesen, gerade im Bereich der sogenannten Wanderarbeiter, wo viele Menschen unter furchtbaren Arbeits-, aber auch Lebensbedingungen wohnen. Auch hier haben wir viele Ansteckungen erlebt. Und wir sollten auch an die bundesweit etwa 700.000 obdachlosen Menschen denken, die nicht zu Hause bleiben können. Die Obdachlosenunterkünfte können nicht mehr voll belegt werden. Teestuben und Wärmecafés, die in den nächsten Wochen noch wichtiger werden, können nur im Schichtbetrieb öffnen. In der ersten Welle waren Tafel, Kleiderkammern und andere Einrichtungen geschlossen. Und damit muss natürlich jetzt auch gerechnet werden. Und deutlich bei dieser Landesregierung wird auch, dass sie viele Gruppen vergessen. Und ganz besonders vergessen sie die Gruppen in der Gesellschaft, die man schon zuvor nicht sehen wollte. Wir sind mitten in einer Pandemie, und der Winter naht. Tun Sie etwas für die obdachlosen Menschen. Stellen Sie Unterkünfte bereit. Gerade jetzt ist das dringend notwendig. Unsere Antwort auf die Krise heißt Solidarität. Denn die Krise trifft eben manche stärker als andere. Manche stehen vor den Scherben ihrer Existenz.
Menschen bis in die Mittelschicht wissen nicht mehr, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Aber es gibt auch Menschen, die sehr, sehr hohe Vermögen haben. Und es gibt Menschen, die in dieser Krise gut verdienen. Und deshalb fordern wir eine Corona-Sonderabgabe auf sehr große Vermögen, weil die Frage ist, wer am Ende für diese Krise bezahlt. Und diese Frage wird sich stellen. Und ich befürchte, spätestens nach der Bundestagswahl wird sie sich stellen. Und diese Krise kann nicht von den Menschen bezahlt werden, die jetzt schon so viele Einkommenseinbußen hinnehmen müssten, sondern jetzt ist Zeit, über Umverteilung nicht nur zu reden, sondern sie endlich auch umzusetzen. Einen Punkt will ich ansprechen, das zu unserem Antrag. In Sonntagsreden ist die Polizei der Landesregierung ja immer besonders wichtig. Aber auch hier zeigen sich unter Corona-Bedingungen ja besondere Herausforderungen bei den Großlagen. Und der Einsatz von etwa 1.000 Polizeikräften im Dannenröder Wald ist nicht nur politisch falsch, sondern er wird durch die steigenden Infektionszahlen auch zunehmend gefährlich. Die Verantwortung kann man nicht auf die Demonstranten schieben, nach dem Motto, demonstriert doch mal nicht, was nehmt ihr eure Grundrechte wahr in der Krise. Diese Autobahn wurde 40 Jahre lang geplant. Das war politisch ein Fehler. Aber da kommt es doch auf ein paar Monate jetzt auch nicht mehr an. Dieser Großeinsatz der Polizei ist absolut vermeidbar, und er ist unnötig. Er gefährdet die Gesundheit von Waldbesetzerinnen und Waldbesetzern und auch von Polizeibeamten. Und für den Castortransport gelten Ähnliches. Für den Castortransport gilt Ähnliches. Ich weiß gar nicht, was ihr euch aufregt. Moment mal, Frau Wissler, ein bisschen Ruhe. Frau Wissler hat noch 4 Minuten Redezeit. Die hat sich sehr besorgt gezeigt angesichts des anstehenden Castortransports und gefordert, den zu unterlassen, weil bei den Einsätzen zwangsläufig Situationen entstehen, in denen Hygienevorschriften nicht beachtet werden können. Deswegen stoppen Sie die Rodung im Sonnenröder Wald, schützen Sie die Waldbesetzer, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und Wald und Klima noch nebenher. Das wäre eine sinnvolle Entscheidung. Die von uns geforderten sozialen Maßnahmen wären notwendig, um Menschen in Not konkret zu helfen. Bei allen Maßnahmen muss die demokratische und parlamentarische Beteiligung sichergestellt werden. Wenn Grundrechte eingeschränkt werden, dann muss das demokratisch beschlossen und kontrolliert werden. Das Grundgesetz kennt aus guten Gründen kein Aussetzen von Grundrechten, und deswegen muss ihre Einschränkung ständig auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Die Unverletzbarkeit der Wohnung und das Demonstrations- und Versammlungsrecht dürfen nicht infrage gestellt werden, und Notstandsrhetorik ist hier wenig hilfreich. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie so umfassende Grundrechtseingriffe gegeben. Sie dürfen in keiner Weise zum Dauerzustand werden. Und hier gilt es auch, in der Zukunft wachsam zu sein, weil am Ende kommt das Argument, bei Corona hat das ja auch funktioniert. Dieses Argument darf keine Chance haben. Maßnahmen ab jetzt müssen parlamentarisch in Gesetzesform beschlossen werden. Bisher wurden viel zu viele Freiheitsbeschränkungen durch die Exekutive verordnet. Und ein halbes Jahr nach Ausbruch der Pandemie kann sich die Regierung nicht mehr auf eine angebliche Unvorhersagbarkeit berufen, sondern sie muss sich der Debatte stellen, und zwar bevor sie entscheidet und nicht nachdem sie schon entschieden hat, meine Damen und Herren. Anders als zu Beginn der Pandemie können jetzt alle erforderlichen Maßnahmen schnell auf regulärem Weg gesetzlich beschlossen werden. Strategie und Maßnahmen gegen die Pandemie dürfen nicht mehr allein unter den Regierungschefs von Bund und Ländern entschieden werden, sondern sie müssen in den zuständigen Parlamenten beraten und beschlossen werden. Und auch wenn die Kontaktbeschränkungen an vielen Stellen sinnvoll ist, dann bitte ich auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass es Menschen gibt in verschiedenen Lebensmodellen. Es gibt z.B. Menschen, die in einer WG wohnen, bei denen es sehr schwer ist, sich auf einen Haushalt festzulegen, den man zukünftig noch trifft. Und deswegen finde ich bei Kontaktbeschränkungen, die sinnvoll sind, auch zu überlegen, dass es andere Lebensmodelle gibt und sich auch in die reinzuverdenken, meine Damen und Herren. Ein Letztes. Ich möchte sagen, dass es in dieser Krise den Versuch gibt, von rechten Gruppen diese Krise zu nutzen.
Da wird auf Kundgebung ganz bewusst auf die Maske verzichtet, im Landtag auch von der Fraktion der AfD. Da wird von einer Diktatur geschwafelt. Ich kann nur sagen, diesen rechten Umtrieben darf man keine Chance geben in dieser Krise. Die Menschen, die wirklich dringende soziale Nöte haben, die brauchen sicher nicht die AfD, und die können sich auf die AfD auch nicht verlassen, weil ihnen geht es darum, diese Krise auszunutzen für ihre billige Propaganda und nicht darum, wirklich Menschen in Not zu helfen, meine Damen und Herren. Wir wissen nicht, wann diese Krise überwunden sein wird und wie das unsere Gesellschaft verändert. Wir wissen auch nicht, wie hoch die Summen sind, die zur Bewältigung aufgewendet werden müssen. Diese Krise erfordert vor allem eins: Solidarität. Solidarität mit all denen, die diese Krise besonders hart trifft, gesundheitlich, finanziell und persönlich. Vieles wird sich verändern. Das kann auch eine Chance eröffnen, Wirtschaft und Gesellschaft anders und gerechter zu organisieren, wenn wir Hilfen und Lasten gerecht verteilen und einen sozial-ökologischen Umbau einleiten. Und enden möchte ich mit einem Dank an all die Menschen im Land, die trotz schwieriger Lage den Laden am Laufen halten, durch ihre Arbeit im Krankenhaus, in der Altenpflege, im Supermarkt, im ÖPNV, im Lieferverkehr, in der Schule oder Kita, die Überstunden machen in den Gesundheitsämtern. Wir Frau Abgeordnete Wissler, Ihr Dank müsste kürzer ausfallen. Ich war im letzten Satz. All Ihnen sind wir zum Dank verpflichtet und Anerkennung für Ihre Arbeit. Und all denen, die an Covid erkrankt sind, wünschen wir einen möglichst milden Verlauf und gute Besserung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler.